Hey Leute, um die Reihe der verrückten Intro-Sequenzen fortzuführen, dürftet ihr mich gerade nochmal dabei erleben, wie ich hier zu meinem etwas anderen Mantra-Musik hier im Hintergrund ein bisschen meine Energie gepusht habe. Leute, heute möchte ich über ein geniales Thema mit euch sprechen, ja? Und zwar geht es hier um eine super simple Methode, wie wir in unserem Alltag unseren Kopf von unnötigem Ballast frei halten können, ja? Und es geht dabei um drei Fragen, die nicht von mir kommen, sondern von jemandem, der wahrscheinlich sehr viel intelligenter war als ich, nämlich Mr. Sokrates höchstpersönlich. Genau, und das Video solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ja Leute, je nachdem wo ihr steht in eurem Leben, seid ihr wahrscheinlich auch daran interessiert, auf irgendeine Art und Weise voranzukommen. Ihr seid vielleicht an Persönlichkeitswachstum interessiert oder du interessierst dich vielleicht tatsächlich für spirituelles Wachstum, vielleicht machst du Yoga, Meditation und du bist einfach daran interessiert zu wachsen, dich weiterzuentwickeln, über deinen aktuellen Stand hinaus zu wachsen. Und wir machen oft, mir kommt so vor, wir machen oft extrem viele unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel in meinem Fall, ja, ich mache Yoga mehrere Stunden am Tag, ich meditiere und ich versuche mich einfach diese Methode in meinen Alltag einzubauen und dadurch voranzukommen. Und wahrscheinlich habt ihr auch eure Techniken für euch, vielleicht ist es Yoga, Meditation oder ihr habt andere Techniken, die ihr anwendet. Die Frage oder einen Punkt vielmehr, denke ich, den wir dabei nicht übersehen dürfen, ist, dass wir nicht nur uns darauf fokussieren, was wir tun, aktiv, um voranzukommen, sondern auch darauf achten, was wir vielleicht tun und vielleicht besser sein lassen sollten. Sprich, welche Verhaltensmuster wir aus unserem Alltag, aus unserem Leben eliminieren können, damit die Sachen, die wir tun, noch besser funktionieren können. Ich werde gleich viel konkreter, aber im Wesentlichen geht es einfach nur darum, es gibt sehr viele negative Verhaltensmuster, die wir einfach haben und diese abzulegen, sodass das, was wir tun, einfach viel besser funktionieren kann. Und eine dieser Muster, die wir oft im Alltag, oder ich merke es bei mir oft und ich denke, das ist was sehr Menschliches, dass wir uns mental mit Dingen beschäftigen, die uns eigentlich überhaupt nicht tangieren, beziehungsweise die uns ja eigentlich gar nicht betreffen, nicht direkt, und wir machen sie zu unserem Ding. Zum Beispiel, wir reden über andere Leute und reden nicht meistens, wenn wir über andere reden, nicht unbedingt nur über die positiven Dinge, sondern irgendwie redet man oft auch über Dinge, entweder die nicht so toll sind, die negativ sind, oder man macht sich vielleicht sogar lustig über Personen, wenn sie nicht dabei sind, oder man lästert vielleicht über jemand. Die Sache ist die, wenn wir das tun, bringt es uns wirklich weiter im Leben oder hält es uns vielleicht zurück? Und ich werde gleich noch stärker darauf eingehen, auf diese Frage. Aber als erstes möchte ich euch eine kurze Geschichte bringen von Sokrates, ja? Von dem eigentlich diese ganze Technik kommt. Sokrates hat auf einem Spaziergang einen Bekannten von ihm getroffen. Und der Bekannte sieht Sokrates und stürmt sofort auf ihn zu, weil er ihm wohl irgendwas Dringendes erzählen möchte. Und er sagte, hey Sokrates, ich muss dir unbedingt was erzählen. Es geht um deinen Freund so und so. Und Sokrates unterbricht ihn sofort und sagt, hey, warte mal ganz kurz. Erste Frage. Was du mir über diesen Freund erzählen möchtest, bist du dir 100% sicher, dass das, was du mir jetzt erzählen möchtest, wahr ist? Hast du es überprüft oder hast du es nur irgendwo gehört, aufgeschnappt und tust es jetzt einfach quasi weitergeben, ungeprüft? Und die Person total überrascht, der Bekannte von Sokrates, und denkt sich, hä, was ist mit ihm los? Denkt kurz nach und sagt, nee, ich habe das nicht überprüft. Ich habe das von meinem Freund so und so gehört. Und ich dachte einfach,
ich muss es dir erzählen, ja, das ist so ein Hammer, ich muss es dir erzählen. Und Sokrates sagt, okay, erstes Kriterium nicht erfüllt. Zweites Kriterium oder zweite Frage, ist das, was du mir da erzählen möchtest, etwas Positives über diesen Bekannten? Und er denkt wieder kurz drüber nach und er sagt, nee, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Deswegen wollte ich es dir gerade erzählen. Und Sokrates sagt, und da bricht ihn wieder und sagt, okay, zweites Kriterium nicht erfüllt. Dritte Frage, ist es hilfreich oder notwendig, dass du mir diese Story erzählst über den Bekannten? Und der Freund überlegt wieder kurz nach und sagt, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht relevant für dich. Ist auch nicht irgendwie hilfreich für dich, das zu wissen. Und notwendig schon gar nicht, weil ich dachte einfach, dich würde es interessieren. Und Sokrates sagt, alle drei Kriterien treffen nicht drauf zu und ich brauche von der Story überhaupt nichts wissen. Und die Sache, um was es hier geht, ist oftmals, wie gesagt, wir erzählen Dinge über andere Personen, erstmal komplett ungeprüft, ob das überhaupt wahr ist. Wir schnappen es irgendwo auf und einfach aus irgendwie irgendwas in uns hat Freude daran, quasi sensationelle Neuigkeiten zu verbreiten und sich mit anderen darüber auszutauschen. Irgendwas in uns hat da eine Freude dran. Die zweite Sache ist, ist es etwas Positives? Meistens nicht. Denn irgendwie, wieder irgendwas in uns, hat einen gewissen Drang, negative Sachen zu diskutieren. Man sieht es auch in den News, ja, in den Nachrichten, ständig. Die negativsten, die schlechtesten Nachrichten, alles ist voll. Mainstream-Medien sind voll mit negativen Nachrichten. Nicht nur, weil auf der Welt nur negative Dinge passieren, sondern ganz im Gegenteil, weil sich einfach diese negativen Dinge leichter verkaufen lassen. Ja? Die Leute sind sensationssüchtig nach insbesondere negativen Sensationen und die Zeitungen wollen ihre Zeitungen verkaufen, bla bla und so weiter. Das ist einfach ein Aspekt vom Menschen. Und die dritte Sache, ist es notwendig, ist es hilfreich? Absolut nicht. Diese Dinge, man verschwendet die Zeit und es geht eben nicht nur hier um diese Zeitverschwendung. Sondern lass uns mal ganz kurz überlegen, was passiert denn, wenn wir uns quasi da hingeben lassen oder verführen lassen und diesem Drang nachgeben, diese Dinge zu diskutieren. Ich habe das übrigens von meinem Guru, Sadhguru hat kürzlich einen Artikel über dieses Thema geschrieben und er hat eben genau dieses Beispiel gebracht. Und er hat auch ein Sprichwort oder eine Metapher aus der indischen Historie gebracht und gesagt, dass es ein Sprichwort gibt, dass wenn man über negative Dinge von anderen spricht, man dieses negative Karma dieser Person auf sich übernimmt. Und diese Person mag schon lange den Frieden gefunden haben und in ihrem Leben dieses Problem oder diese negative Ereignis überwunden haben. Aber die Person, die weiter darüber spricht, hängt immer noch dran fest und hat es somit zu seinem Karma gemacht. Dieses Sprichwort ist sehr bedeutungsvoll, weil überlegt mal, was passiert denn in euch, wenn ihr euch hingeben lässt? Ihr verbreitet negative Nachrichten. Ihr unterhaltet euch mit jemandem über negative Dinge. Ist es wirklich ein was passiert in euch? Fühlt ihr euch dabei gut? Also wirklich gut? Oder ist es nicht so, dass man dadurch vielmehr das in sich übernimmt, diese Negativität? Und das ist ein Thema, was ich in einem anderen Video wahrscheinlich nochmal komplett besprechen werde, weil es einfach ein riesiges Thema ist. Aber ich bin davon überzeugt und habe keinen Zweifel daran, dass wir unsere Realität von innen nach außen her zum gewissen Umfang kreieren und dass alles in der fundamentalen Form auf eine Energie zurückzuführen ist und die Energie sich in unterschiedlichen Dingen manifestiert und wir durch unsere eigenen Schwingungen, die wir in uns kreieren, in Form von Emotionen, Gedanken und so weiter, dass sich das nach außen hin trägt und in unserer Umwelt sich manifestiert. Das heißt, wenn wir diese Negativität in uns aufnehmen, in uns erleben, intensivieren, dann schaffen wir damit den Grundstein, um Negativität in unserem Leben anzuziehen und zu manifestieren. Und dabei geht es nicht nur um Unterhaltung, um sich mal kurz mit jemandem auszutauschen und einfach die News auszutauschen, sondern es geht dabei um die Frage, was kreieren wir denn in unserem eigenen Leben? Und in dieser Situation unbewusst, weil wir sind uns nicht bewusst, wenn wir über jemanden lästern oder Negativität verbreiten, dass sich das über das Gespräch hinaus auf unser Leben
auswirkt. Wir sind uns meistens nicht darüber bewusst, deswegen machen wir es unbewusst. Und es geht genau darum, hier diese Bewusstheit reinzubringen, dass wir bewusste unsere Realität um uns herum schaffen, indem wir bewusst darüber sind, als erstes, was in uns hervorgeht. Und diese drei Fragen oder auch dieses Sokrates, man nennt es auch das dreifache Sieb des Sokrates, sind ein sehr effektives Mittel, um diese Negativität aus dem Leben herauszulassen, soweit es möglich ist. Das heißt, man spricht einfach nicht über andere Personen, wenn man was Negatives hat. Das klingt ein bisschen extrem, aber ich denke, es ist eigentlich ein super praktisches Mittel und jeder zieht Nutzen draus, ja? Du selbst und die andere Person auch, weil niemand mag gern, dass man hinter der Person Rücken negativ spricht. Das heißt, man lässt es einfach, wenn diese drei Fragen, diese drei Kriterien des dreifachen Siebs des Sokrates nicht erfüllt sind. Und ja, dadurch können wir einen großen Schritt machen nach vorne, um bewusster zu leben und um unser Leben bewusst zu kreieren, zu gestalten. Leute, das war's schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte gebt mir Feedback, ja? Also, wenn es euch gefallen hat, bitte klickt Daumen nach oben und gerne freue ich mich auch über Kommentare. Ich lese jede Kommentar, ich sag's jedes Mal, aber ich sag's wieder, wenn ihr Ideen habt zu irgendeinem Video, bitte schreibt wirklich einen Kommentar unten hin. Ich sag's nicht nur so, sondern ich möchte tatsächlich wissen, welche Themen euch interessieren. Also bitte, ich sag's jedes Mal, schreibt ein kurzes Kommentar unten rein und oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, wenn ihr irgendwie ein ausführlicheres Interesse habt. Und ganz wichtig, ich mache diese Videos jede Woche, also klickt unten kurz auf Abonnieren, beziehungsweise ich werde hier einen Link einblenden, könnt ihr einfach draufklicken auf Abonnieren, damit ihr in YouTube automatisch seht, wann ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ich lade sie jede Woche hoch. Leute, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich enorm, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin alles Gute, Leute. Ciao.